Was also soll der ganze Unsinn, fragt Parmenides, wenn alles Sein, alles das entsteht, kontinuierliche Selbstauslöschung betreiben muss, dass das einzige Konstante die Nicht-Konstanz ist, das immer sich verändernde, selbstauslöschende sein muss. Aber es ist ja klar, dass was geworden sein werden, wie das Modalverb schon hinweist, Bewegung ist. Und zwar nicht eine Bewegung, die lediglich ein bisschen die Moleküle hin und her schiebt, sondern jede Bewegung ist kontinuierliche Umverwandlung, Umtransformierung. Immer wenn Partikel in dem Demokritschen freien Spatium dazwischen aufeinandertreffen, immer eigenes Horizont, wird das zu einer Umtransformierungs-, wechselseitigen Zerstörungs- und Neutransformierungs- Vorgangsprozess. Es ist also so, dass alles Werden asymmetrisch ist. Es findet das verlorene Passteilchen nicht und muss sich so lange mit allem anderen die Köpfe einschlagen, bis sie sich wieder so zusammengeballt haben, dass diese Asymmetrie in einem einzigen Prozess der Vernichtung von alles in allem wieder die Bilanz Null der reinen Virtualität erreicht. Bewegung ist gleich Werden, ist gleich Leben, ist gleich Selbstauslöschung, ist gleich asymmetrische Neutransformierungshochrüstung, Entropie, Zusammenballung, Umtransformierung bis zum endgültigen, erlösenden, bitteren Ende. Hätte es nicht lieber nichts bleiben sollen? Fragt Parmenides. Ja, schon, aber irgendetwas muss selbst in der Nichtsvirtualität schiefgegangen sein und asymmetrisch geworden, damit überhaupt etwas herausgeploppt ist, als werdendes, nie stillstehen könnendes, nie Konstanzprinzip. Die einzige Konstante dabei ist das Tödliche, das Selbstauslöschende, das nie einhalten könnende, sich selbst Aberwitzigkeitsumtransformierende.